TV1, die Reportage. Hinterher weiß man mehr. Ohne die vielen Ärzte und Pflegekräfte in den Notaufnahmen sehen wir in Deutschland manchmal ganz schön alt aus. Doch wie ist ein Alltag in der Notaufnahme? Wir begleiten heute 12 Stunden mal die Arbeit der Ärzte und der Pflegekräfte, auch der Patienten, die heute herkommen. Was passiert in einer Notaufnahme in 12 Stunden? Spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie viele Patienten auch kommen, die vielleicht zum normalen Arzt hätten gehen können und nicht in die Notaufnahme müssen. Heute für mich ein bisschen ein kleines Heimspiel, gelernter der Krankenpfleger. Und nach vielen Jahren tauche ich wieder ein ins alte Berufsfeld und bin gespannt, wie sich das alles noch verändert hat. Heute bei TV1 die Reportage, 12 Stunden in der Notaufnahme und mein Weg führt da lang in die Notaufnahme. Und der Herr fährt weg und los geht's. Los geht's mit dem Leiter von der Notaufnahme, Herr Dr. Knetsch. Heute dürfen wir mal 12 Stunden bei euch mit dabei sein. Was wird uns denn so erwarten? Ja, ist natürlich in der Notaufnahme sehr schwierig zu sagen. Mhm. Im Moment sind wir in einer relativ ruhigen Phase, aber am frühen Nachmittag um die Mittagszeit in der Regel so. Mhm. Es wird sicher hier noch anders zugehen. Unser Problem ist natürlich, dass wir nicht in die Zukunft gucken können. Mhm. Es kann vielleicht einen ruhigen Nachmittag geben, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ich kann nicht vorhersehen, ob oder wann jemand zur Reanimation kommt oder mit Schlaganfall, Herzinfarkt, Ähnliches. Wir müssen halt vorbereitet sein. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in der Notaufnahme? Pflegerisch haben wir insgesamt 57 Stellen. Sie müssen ja berechnen, wir haben ja ein Dreischichtsystem. Das heißt, wir haben bis zu 7 Mitarbeiter in der Pflege vor Ort. Nachts dann 2 weniger. Und Sie müssen berechnen, wir haben ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage offen. Aha. Und die Schwestern und die Pflege haben zum Teil natürlich auch Urlaub, es gibt Krankheitszeiten. Aha. Und wir arbeiten auch mit Teilzeitkräften. Ach so, von Ärzten her, wie viele sind im Dienst? Ich bin jetzt heute der Diensthabende, ich habe dann Rufdienst, wenn ich hier nach Hause gehen kann. Und es ruft schon. Und schon ruft der Erste an. Also rangehen, das ist wichtig, muss man machen. Hallo. Wie viele Ärzte arbeiten jetzt so in der Schicht normalerweise? Ja, wir arbeiten ja in einem Haus dieser Größe mit Assistenzärzten verschiedenster Abteilungen. Das heißt, wenn Sie 27 Abteilungen haben, haben Sie etwa 22 Ärzte im Dienst. Ein Teil davon ist für die Notaufnahme zuständig, andere auch für den Hausdienst, für die Stationen. Und jede Fachabteilung hat natürlich ihren Oberarzt im Rufdienst, wenn er gebraucht wird, zum Beispiel für Herzkatheter oder ähnliche Dinge, wird er zum Patienten gerufen. Nun habt ihr, muss ich sagen, auch das Schwerste losgezogen in der Notaufnahme, weil hier kommt ja alles akut an. Wie geht man mit solchen Stresssituationen um? Eine gewisse Stressfestigkeit braucht es hier schon, das ist klar, aber die Mitarbeiter sind ja gewöhnt daran. Mhm. Und wichtig ist halt eine gute Vorbereitung. Wir können es nicht vorhersagen, was wann kommt, aber wir können uns vorbereiten. Wir sitzen jetzt hier in unserem Schockraum. Sie sehen schon an der Ausstattung technisch, dass wir hier einiges vorhalten müssen, um gerüstet zu sein. Mhm. Also technische Ausstattung und die Ausbildung des Personals ist hier das Einzige, was wir eigentlich tun können in der Vorbereitung. Ansonsten schauen, was kommt. Gibt es ja manchmal auch Patienten, die, sag ich mal, die Notaufnahme ein bisschen missbrauchen. Kommen ja wirklich zu unmöglichen Uhrzeiten mit Kleinigkeiten wie ein Spreißel im Finger nach zum Eins. Wie denkt man darüber als Arzt? Ja, manchmal kommen wir schon in den Zweifel, ob das jetzt hätte sein müssen. Aber unsere grundsätzliche Einstellung ist so, jeder Patient wird angeschaut und wird behandelt. Mhm. Wir sind ja auch dazu verpflichtet, niemanden wegzuschicken. Dann sage ich erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen heute, 12 Stunden. Wird eine spannende Erfahrung für den Zuschauer. Und für Sie selbst. Auch, gelernter Krankenpfleger. Ja. Bin gespannt, wie sich es verändert hat die ganzen Jahre. Sie werden staunen. Das glaube ich. Also, ihr bleibt dran, gleich geht's weiter. Und zack geht's auch schon los. Ahmed, du bist jetzt hier Patient, du hast dich mit der Axt verletzt. Wie hast du es geschafft?
Ich habe es halt geschafft. Ich habe einen Baum umgefällt. Mhm. Und dann wollte ich den noch verkleinern. Und da habe ich mich verletzt. Ich hatte nämlich Gummistiefel an. Gummistiefel? Ja. Und jetzt heißt, was hast du erwischt? Ich habe 3 Knochen erwischt. Unter anderem in den Knöchel. Schmerzen oder geht's? Ich habe kein Schmerzmittel bekommen. Ich habe jetzt auch keine Schmerzen. Eine Schiene zur Ruhiglegung. Okay. Ja, habe ich bekommen. Also ich habe gerade keine Schmerzen. Und du lernst einen ganz tollen Beruf, ne? Ich weiß nicht, ob der so ganz toll ist. Also ich finde den schon, aber der wird nicht so arg wertgeschätzt. Wertgeschätzt. Lösen wir es auf. Achtung, ihr lernt Krankenpflegehelfer, ne? In Erlangen. Nee. Krankenpfleger? Ja. Krankenpfleger in Erlangen. Ja. Zweites Lehrjahr und jetzt liegt er selber da, ne? Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ebenfalls. Genieß die Narkose, hast ein bisschen schlafen. Wir haben noch eine lange Schicht vor ja, uns. Ja, muss wahrscheinlich davor Urin abgeben. Na, dann mal viel Spaß dabei, ne? So, Urin abgeben. Vielleicht könnte ich... Übrigens, das ist Carmen. Carmen ist heute eine der Schwestern, die ich heute begleite. Hallo. Ja, also wir nachher mal bis uns unterhalten, der zwei. Mach was machst du jetzt bei ihm, mein Patient? Jetzt muss ich Vitalzeichen noch machen, weil er ja noch heute operiert wird. Wird heute noch? Mal schauen. Ja, ja. No? Okay. Wir hoffen, dass es heute noch gemacht wird. Der OB ist relativ voll. Das heißt, Vitalzeichen sind Blutdruck, Temperatur, Puls. Temperatur kommt auch noch, ja. EKG habe ich schon geschrieben. Mhm. Etwas da in Ordnung. Ja. Wir wissen, dass die tibialis anterior Sehne bei Ihnen kaputt ist. Sie haben ja so gesehen, die Sehne, da brauche ich kein CT dafür. Die schaut durch die Wunde raus. Aber wieso kann ich meinen Fuß noch nach oben? Weil sie nur teilweise durchtrennt ist. Das ist schön, ne? Und dann sind mindestens 3 Fußwurzelknochen kaputt, das Sprungbein ist kaputt, das Kahnbein ist kaputt und am Innenknöchel ist auch ein großes Stück abgebrochen. Also Plan von der Operation ist, dass wir das säubern, die Sehne nehmen und die Knochen wieder reparieren, indem man das mit kleinen Drähtchen oder Schrauben und kleinen Mini-Platten versorgt. Im schlimmsten Fall muss sogar ein Fixateur dran, je nachdem wie dramatisch das Ganze ist. Im schlimmsten Fall, ich denke nicht. Also Carmen heißt, jetzt Patient ist soweit fertig gemacht? Von mir fertig gemacht worden, geht jetzt mit dem Patientenbegleitservice auf Station und wartet auf sein OP. Das heißt, nichts mehr trinken, nichts mehr essen? Genau. So. Das darf jetzt nicht mehr. Aber ist heute schon ganz schön was los bei euch, ne? Ja, jetzt ist mir Rennen gerade, ja, ist gerade Stress. Ich merk's. Ja, also da ist gut, aber das ist Halbwochenend, ne? Es ist Wochenende. Also, dir ja? Gute Besserung, ja? Und grüß uns das Erlangener Krankenhaus. Sie bringen ihn mir bitte gut nach oben, gell? Gut, sehr gut. Ja? Der Patienten-Shuttle-Service. Super. Und ich finde es so toll, ihr habt so gute Stimmung hier im Haus. Oh. Gefällt mir gut. Also, gute Reise, gute Fahrt. Die Unterlagen habe ich ja kopiert, gebe ich... euch. Ja. Okay. Ja. Also, danke. Gute Reise. Tschüss, mit dem Mobil. Einer der Ärzte, der heute Dienstag ist, Markus Schersinski. Du bist Unfallchirurg im Haus und Orthopädie. Ja. Wieso beides? Als Assistenzarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Mhm. Früher war das eine getrennte Facharztausbildung. Seit 2004 ist das zusammengezogen worden und es ist jetzt eine Ausbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Jetzt sind wir bei euch mal zu Gast, 12 Stunden. Wenn du zu deinem Beruf reflektierst, was macht den Beruf so besonders? Was mir persönlich am besten gefällt, ist, die Abwechslung, vor allen Dingen in der Notaufnahme, die unfallchirurgische Notfallmedizin oder die Traumatologie, dass man nie planen kann, was kommt als nächstes. Es können in einer Stunde 10 Patienten auf einmal kommen, die teilweise sehr schwer verletzt sind. Dann wieder nur leichte verletzte Patienten oder Sprunggelenksverstauchungen. Und mir gefällt einfach die Abwechslung. Die abwechslungsreichen Krankheitsbilder. Dann gibt es aber auch, glaube ich, Patienten, die auch versterben in der Notaufnahme. Wie geht man damit um persönlich? Also im Akutfall tut man das Ganze, die Stresssituation ein bisschen ausblenden und auch den möglichen Todesfall, weil man vielleicht noch etwas verbessern kann, um den Patienten eben zu retten. Bei manchen Patienten, wo es aussichtslos ist oder die auch keine weitere Intensivtherapie möchten, die es zum Beispiel durch eine Patientenverfügung geregelt haben, dann muss man das halt akzeptieren. Das ist denen eher gutes Recht, wenn die sich damit auseinandergesetzt haben. Und so bitter es klingt, man gewöhnt sich auch dran, aber man kann es nicht komplett ausblenden. Also man denkt dann auch noch manchmal zu Hause daran, am Abend hätte man
was hätte man noch machen können? War das jetzt so gut, wie man den Patienten am Ende seines Lebens begleitet hat? Hat er sich das so vorgestellt? Oder wäre der Patient vielleicht sogar besser zu Hause aufgehoben? Wäre er vielleicht in seinem eigenen Umfeld einfach friedlich eingeschlafen? Vielleicht wäre das für manchen Patienten auch besser. Die Angehörigen, das zu übermitteln, glaube ich, stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Ja, wir haben den großen Luxus, dass wir unterstützt werden von 2 bis 3 Seelsorgern hier in der Notaufnahme, an die sich die Angehörige auch wenden können. Wenn möglich, können wir die, also wenn gewünscht, können wir die dazu holen. Und sonst ist so ein Gespräch natürlich unangenehm. Es muss leider gemacht werden und man muss halt auch behutsam vorgehen, dass die nicht selber zum nächsten Notfall werden, weil die so erschlagen werden von so einer Botschaft. Ja. Dir sage ich auch herzlich danke, dass wir dabei sein dürfen, dich begleiten dürfen einen Tag lang. Es wird ja heute sehr, sehr spannend. Den ersten Fall hatten wir ja schon, ja, mit der Axt im Fuß. Ja. Das war auch ein bisschen unglücklich, kann man sagen. Ne? Wir sind sehr unglücklicher Kollege gewesen. Was hat er jetzt am Schluss? Er hatte 3 offene Fußwurzelfrakturen und die wichtigste Fußsehne oder die zweitwichtigste Sehne vom Fuß war zumindest zur Hälfte durch. Also auf den werden noch einige Eingriffe zukommen. Kein Ding, was in 6 Wochen vorbei ist? Nee, eher nicht. Ich glaube, er ist sich dessen noch nicht bewusst. Ich hoffe, er wird es noch realisieren. Das wird nicht enttäuscht sein wird am Ende. So, ich wünsche uns eine halbwegs ruhige Geschichte. Ja. Also ich glaube, wir haben heute viel zu tun. Samstag ist. Das Wartezimmer ist voll. Ja, aber es geht noch viel voller. Geht noch voll voller. Ja, wenn das Wetter wärmer wäre, da kann es dann schon mal 100 Patienten in der Notaufnahme geben. Allein unfallchirurgisch hat man schon mal. Nein. 100. In der Regel sind es so zwischen 60 und 70 bei gutem Wetter. Und vor allem, wenn die Motorradsaison ist. Auch da ist die Vernunft manchmal nicht hoch. Bestimmt, so. Ja. Gott sei Dank gibt es den Würgauer Berg nicht mehr am Wochenende. Und dann müssen wir sagen, toi, toi, toi. So, und ihr bleibt dran, mal schauen, was als nächstes passiert. Mittlerweile bin ich im Gipszimmer angelangt, weil Leon mit 10 Jahren hat sich den Arm gebrochen. Was hast du denn gebrochen? Ich weiß nicht, das heißt hier so. Oh, wie hast du es geschafft? Beim Fußballspielen. Oh, allein geschafft oder waren andere mit dabei? Alleine. Hast du schon mal Gips gehabt? Bisschen nervös davor? Brauchst du keine Angst haben, weil Gips tut gar nicht wieder nach wie viel besser. Hast du eigentlich Schmerzen? Es geht. So. Aber das ist auch cool, mit dem Gips kann man unterschreiben lassen, eine ganze Freundin. Ne? Also als Tipp, ich würde jetzt jeden unterschreiben lassen, Namen drauf, da hast du einen ganz eigenen Gips. Und die Carmen, Achtung, macht nicht den Gips. Welche Farbe wird's denn? Ja, wir können drei kann es weiß, blau oder rot. Siehst du? Welche Farbe nehmen wir denn? Weiß, blau, rot? Blau. Blau? Oder wollen wir rot-blau machen? Blau. Nur blau. Also es wird ein blauer Gips. So. Tu mal deine Hände einfach hoch. Ich bereite mal den vor, weil ich will mir gerne ein wenig säumen. Ne? Ach so, du bist Ach so, ein bisschen so. Das ist ja, bei dir muss rangemacht werden. Ne? Aha. Ich wünsche dir gute Besserung. Ja, und du warst sehr, sehr tapfer. Von mir kriegst du heute 5 Sterne. Ganz toll. So. Ja. Und wie es weitergeht, ja, bleibt mal schön dran. Ich glaube, wir können mal jetzt mal das erklären, wie man hier eigentlich eingeteilt wird als Patient. Also was ist süchtig und was ist nicht so wichtig. Auch ein Gesicht in der Notaufnahme ist die Dorothee. Dorothee, wir stehen hier am Triage-System. Was ist das Triage-System? Also grundsätzlich bedeutet Triage einteilen. Das heißt, wir versuchen nach festgelegten Kriterien, die ziemlich gut standardisiert sind, festzulegen, wie schnell muss der Patient von wem
behandelt werden. Also von welchem Facharzt. Das heißt, wie viele Farben gibt es da? Wir sind jetzt hinter uns ja gelb und grün derzeit. Genau, also das ist jetzt hier auch die Sanitäter melden das quasi nach so einem System ein. Grün ist eine relativ entspannte Situation. Der Patient sollte also innerhalb von einer Stunde spätestens von einem Facharzt gesehen werden. Gelb ist schon ein bisschen heiklere Situation. Da ist die Grenze eigentlich eine halbe Stunde, ungefähr 30 Minuten, dass der Facharzt auch wirklich vor Ort sein muss. Es bedeutet ja nicht, dass mit dem Patienten noch nichts gemacht wird, sondern wir, das Pflegepersonal der Notaufnahme, fangen schon mal an, erheben Vitalzeichenwerte und kümmern uns um den Patienten, dass es ihm gut geht, dass er gut liegt, dass er es warm genug hat, dass die ersten Maßnahmen schon mal eingeleitet sind, wie zum Beispiel eine Flüssigkeitsgabe oder wenn er Fieber hat oder so, dass wir das halt gleich, dass wir gleich auch mal irgendwie einen Status erheben und das dann auch entsprechend nachkorrigieren können, wenn wir gedacht haben, es ist harmlos und es stellt sich raus, der Patient hat trotzdem irgendwie starke Beschwerden, dass wir das halt nachkorrigieren und dann eben nicht in einer halben Stunde der Facharzt da ist, sondern sofort. Also man kann ja dann auch mal reagieren und sagen, nee, der Patient hat aber die und die Beschwerden, der Arzt muss sofort kommen. Genau. Wenn es rot ist, dann? Rot ist immer High-Risk-Alarm, sage ich jetzt mal. Das bedeutet, das muss sofort der Facharzt da sein. Das sind zum Beispiel Schlaganfallpatienten, Herzinfarktpatienten. Also das, was wirklich lebensbedrohlich ist für den Patienten. Luftnot, schwerste Verletzungen. Manchmal auch einfach nur der Verletzungsmechanismus, also schwerer Verkehrsunfall mit mehr als 120 Stundenkilometern auf der Autobahn. Das ist automatisch rot eingestuft und bedeutet, da muss eigentlich der Arzt so beim Eintreffen des Patienten auch schon hier in der Notaufnahme sein und sich quasi vom Notarzt die Übergabe anhören. Das, genau. Das heißt praktisch, die Patienten, die in die Notaufnahme kommen, es geht nie nach der Reihe, sondern es geht generell erstmal nach welchem Fachgebiet, Chirurgie oder Innere oder Urologie und dann wiederum nach dem Ampelsystem. Ich denke, jeder, der hierher kommt, hat einen Grund und dem muss auch geholfen werden. Nur die Reihenfolge und wie lange das dann dauert und wann wir uns für ihn Zeit nehmen, das muss derjenige dem Fachpersonal überlassen. Danke. Und wir machen das nicht mit Fleiß, dass wir jemanden lang warten lassen, sondern es ergibt sich eben manchmal, dass die Wartezeiten länger werden. Und wenn dann zum Beispiel die Chirurgen gebunden sind, weil sie einen schweren Verkehrsunfall haben und jemand hat eine kleine Schnittverletzung, die kann man abdrücken und es hört auf zu bluten. Und klar muss es versorgt werden, auch innerhalb von 6 Stunden. Aber der Verkehrsunfall geht vorher. Genau. Ich sage halt immer, jeder, der hierher käme und hätte einen Herzinfarkt oder einen schweren Verkehrsunfall, möchte ja auch, dass der Arzt nicht sagt, jetzt habe ich aber vorher noch 2 Schnittwunden zu nähen, sondern der möchte auch zuerst dann drankommen, wenn es ihm wirklich so schlecht geht. Dorothee, das war der beste Satz. Ja. Denkt mal drüber nach. Schnittwunde featuring Herzinfarkt, ich glaube, das geht deutlich vor. Was ist jetzt, wie es jetzt weitergeht, ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt mal um die Ecke, weil ich glaube, da wartet die Carmen wieder auf mich. Ah ja. So, gut. Viel Spaß, ich gehe mal darüber. Danke. Mittlerweile wird eine Dame eingeliefert, über 80 Jahre alt, aus einem Pflegeheim. Und was hat die Dame jetzt? Ja, wir haben eine ältere Dame, wie gesagt. Diese Frau hat einen Dekubitus, das nennt sich Dekubitus 4. Grades. Das heißt, dass sie wundgelegen ist. 4. Grades bedeutet in dem Fall, dass wir bis zum Knochen reichen. Da sie schon mal bei uns im Klinikum war, sehe ich anhand der Daten, dass auch schon das Os Sacrum, also auch ein Teil der unteren Wirbelsäule, bereits von der Infektion befallen ist. Das heißt eben auch bereits etwas erweicht. Nun ist es so, dass das gerade bei solchen Patienten häufig passiert. Die Dame kann sich eben nicht mehr bewegen aufgrund eines Schlaganfalls. Und wenn nicht regelmäßig in 30-Grad-Position gelagert wird, innerhalb weniger Stunden, dann liegen die sich eben wund, gerade wenn sie schon viel Fett verloren haben und an den Knochenvorsprüngen eben lange auf der Haut liegen. Dadurch wird die Durchblutung vermindert und, Gewebe stirbt. Eine Frage, wenn jemand auf dem Pflegeheim ist, sind da Pflegekräfte da? Wie kann sowas passieren? Gut, ich meine, ich kann das nicht so gut beurteilen, weil ich natürlich eher in der kurativen Klinik zuständig bin. Es ist natürlich so, dass wir überall das Problem haben, dass eben Pflegekräfte fehlen und damit auch, das sieht man eben auch meistens, in vielen Fällen sehe ich auch von Patienten, die zu uns kommen, dass nur das Nötigste gemacht wird, ne? Und letztendlich
muss man ja auch sagen, da muss eine Pflegekraft da sein, die wirklich dreimal alle drei Stunden kommt und den Patienten in eine andere Position lagert. Weil sie also Lagerungsplan braucht man eigentlich. Ja, ja. Oder auch das Personal, das man machen kann. Ja. Uns kurz mal aus dem Trubel rausgezogen. Carmen ist neben mir und du bist die? Ich bin die Clara. Die Clara. Ich muss das mal hinmachen. Ja. So. Ihr habt einen ganz, ganz ausgefallenen Beruf und ganz schön stressig, wie ich feststelle. Ja. Ja. Jeder Tag ist anders. Ja, es ist kein Tag. Keiner ist gleich. Genau. Es kommt immer neue Herausforderungen. Was motiviert euch täglich aufs Neue, das zu machen? Ich weiß es nicht. Sagst du es mal? Herzblutschwester. Herzblutschwester. Also ich bin zu lange schon im Beruf. Also ja. Ja, ich gehe auch gerne auf die Arbeit, komisch. Für mich ist es... Das klingelt, das ist ja normal. Es bitte ist mal normal, das Telefon. Es ist halt Notaufnahme. Ja, Herr Jaschinski, Sie wünschen? Dr. Jaschinski. Mach mal, ich komme gleich zu dir. In 2 Minuten bin ich bei dir. Ciao. Wenn man trotzdem also, wieder Menschen helfen kann. Einen Schenkelhals, den wir jetzt aufnehmen müssen. Okay, ein Patient, der sich den Oberschenkel gebrochen hat. Die Leute sind ja wieder dankbar. Immer wieder, das baut einen schon wieder das auf. Das motiviert uns, dass man halt einfach Menschen jeden Alters helfen kann in schwierigen Situationen. Genau, und begleiten kann. Und, ja, dass ich dann auch da bin für denen. Und das merkt man auch, dass die das... die sind ja auch dann einfach willig, ja. Und freuen sich und sagen Danke und danken dir. Die meisten. Die meisten, ja. Wie geht man denn mit so ganz schweren Fällen um, persönlich damit um? Trägt man es wieder raus oder also, ist das passiert? Eine schwierige Situation ist für mich der Tod. Mhm. Und da muss ich selber sagen, bin ich immer noch ein wenig überfordert, weil ich halte mich dann ein wenig im Hintergrund und will vor, schau, dass ich da rauskomme irgendwie aus dem Zimmer. Okay. Weil da bin ich froh, dass wir auch hier diese Seelsorge haben. Mhm. Wir haben 2 Mädels, die Doris und die Birgit, die übernehmen dann unseren Job. Und das ist für mich, ich kann alles, aber das ist für mich einfach noch schwer. Wisst ihr, was mir hier gut gefällt? Dass es hier noch klein und heimelig ist. Mhm. Das ist nicht so unpersönlich bei euch, sondern es kennt jeder jeden. Und so, ich finde das ganz toll bei euch. Die Gemeinschaft gehört dazu, ja, ist ganz wichtig. Ganzheitlich. Auch auf dem Stockwerk kennt man sich. Super, ist echt schön. Clara, ich wünsche dir eine ruhige Schicht. Wie lange hast du Dienst bis? So wie lange wie die Carmen. Bis um halb 10. Bis halb 10. Bis halb 10. Ja, wir sind ja bis 12 da. Vielleicht sind wir noch ein länger um da. Bis 12? Ja. Na, da kommt schon noch eine hier. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen mal zum Patienten mit dem Oberschenkelhalsbruch. Genau, und dann schauen wir uns und jetzt mal an. Gucken Sie das Röntgenbild mal an, dass ihr mal seht, wie sieht eigentlich ein Oberschenkelhalsbruch aus. Ich kann nur sagen, der Knochen hat knack gemacht. Knack gemacht, ja. Einer der häufigsten Brüche. Jetzt haben wir einen Patienten, der sich den Oberschenkelhals gebrochen hat. Wie kann sowas passieren? Also das passiert im Wesentlichen oder meistens nur durch einen direkten Sturz auf die Hüfte. Mhm. Selten mal auch durch einen Tumor, der sich dort abgesiedelt hat. Ja. Und wo sieht man es denn so? Bei den Patienten, das ist jetzt ein junger Patient, der aber noch als Nebendiagnose einen schweren frühkindlichen Hirnschaden hat. Oh. Und er hat sich jetzt an der linken Hüfte den sogenannten Schenkelhals gebrochen, also das ist der Übergang von der Hüftgelenkskugel zum Schaftbereich und es ist hier in dem Bereich gebrochen und leider auch ist der Bruch disloziert, sodass der Patient nicht hüftgelenkserhaltend operiert werden kann, sondern er braucht ein künstliches Hüftgelenk. Oh, und das in jungen Jahren? Das in jungen Jahren, ja, genau. Leider. Das heißt, die OP dauert dann wie lange bei so einem Patienten? Die Operation dauert nicht so lange beim Patienten, zwischen 60 und 90 Minuten. Okay.
So ein gesunder Patient ist dann anschließend ungefähr 10 Tage im Krankenhaus und kann dann das Bein auch wieder voll belasten. Okay. Und nach 10 Tagen geht er in der Regel in die Anschlussheilbehandlung, also in die Reha. Mhm. Die dauert auch nochmal 2 bis 3 Wochen. Ja, und aber ihr habt ein hohes Arbeitstempo bei euch, ne? Wir haben ein hohes Arbeitstempo, ja. Also Respekt vor dir, du bist dauernd am rumwuseln, Zettel hier links drauf, wo ist der Patient, wo ist der andere, wo ist das, wo ist das? Also wir sind ja auch im Krankenhaus der Maximalversorgung und also, überregionales Traumazentrum. Das heißt, wir kriegen von allen Krankenhäusern in der Umgebung viele Patienten zugewiesen. Mhm. Jetzt kommt dann bald einer mit einer schweren Entzündung in der Wirbelsäule aus dem Krankenhaus in Ebermannstadt. Oh. Und vorhin kam auch einer aus dem Krankenhaus Feuchheim mit einer schweren Handverletzung. Aber geben wir abends schon mit dem schweren Kopf nach Hause noch den Schluss, oder? Schon ein bisschen K.O.? Ja, man ist K.O. Ja. Das verstehe ich voll und ganz. So, du rufst also zum nächsten Patienten. Genau. Und ich glaube, ich habe die nächste schon gefunden. Jaschinski ist nämlich nicht wundern, er hat den gleichen Namen wie der Markus Jaschinski, weil ihr nicht Brüder seid. Genau. So, du bist Internist, Bruder ist Chirurg. Genau. Jetzt haben wir eine Patientin gerade bekommen, mit um die 80 Jahren, was hat sie genau? Also sie hat eine hypertensive Entgleisung, also erhöhten Blutdruck und begleiten auch ein bisschen Luftnot. Die erste Frage ist immer von uns dann auch, ob sie auch Brustschmerzen haben, weil es dann so Richtung Herzproblematik auch gehen könnte, hat sie aber keine. Das heißt, wie ist die weitere Diagnostik jetzt? Jetzt als erstes mal immer reden nochmal mit dem Patienten, dann untersuchen, dann Röntgenbild, meistens bei Luftnot eben und ich mache auch bei jedem eigentlich einen Ultraschall und EKG. Warum Röntgenbild bei Luftnot? Sind die kardial gestaut, also oder pulmonal gestaut. Das heißt, kann das Herz das Wasser nicht mehr wegpumpen und man hat Wasser in der Lunge. Im Sinn von so einem Lungenödem haben sie vielleicht eine Lungenentzündung. Das sind so die häufigsten Ursachen bei älteren Leuten. Gut, dann ihr klebt mal ab und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Mir muss, schwindelig und unruhig irgendwie. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich mich gleich bei den Magdiesern gemeldet. Okay. Die haben mich gleich herausgebracht und wir haben dann eben so kurz Untersuchungen gemacht. Okay. Und dann haben sie ja Qualitätsprogramm. Ja, schon das Klinikum am Markt. Alles klar, wird jetzt internistisch oder chirurgisch? Ja, weil Sie haben jetzt den Internisten am Telefon und vorhin hatten Sie den Chirurgen am Telefon. Ja. Jens, du bist jetzt in den Ofen gekommen mit Verdacht auf? Herzmuskelentzündung. Also warum der Verdacht? Ich hatte das schon mal im Jahre 2012 und meiner Meinung nach, gefühlsmäßig sind es dieselben Anzeichen wie damals. Das heißt, welche hast du da Anzeichen? Ich merke, wie mein Herz ab und zu einen Fehlschlag macht. Ja, also ich spüre das. Bist du selber hier gefahren? Nee, meine sogenannte Freundin, also meine Freundin hat mich hier. Meine sogenannte Freundin? Ja, naja. Lebensabschnittsgefährtin. Sozusagen, ja. Okay. Ja, am Anbammeln gerade. Ach so, ganz frisch. Ja, genau, richtig. Gute Taktik, ne? Ja. Ach Schatz, du tust mir leid. Gute Taktik. Wir stießen. Alter Bauerntrick. Wir haben uns gelernt jetzt. So, was wir jetzt machen, wir warten auf den Arzt. Mhm. Wir checken dich mal durch. Okay. Und dann bin ich gespannt, was der Arzt sagt. Aber ich hoffe, dass du keine hast. Ja, hoffe ich auch. Ich meine, ich fühle mich ja soweit gesund. Aber den Trick merke ich mir. Ja, okay. Der ist überragend. Wunderbar. Schatz, ich habe so Herzschmerzen. So, Schatz.
Und wenn ich dann rauskomme und der Arzt sagt, es ist alles Gusano, es war doch nur wegen dir. Oh, das war jetzt too much. Die Romantik heute, also, kann doch so schön sein, Notaufnahme. Und weiter geht's, ja, wir wissen ja nicht, was kommt. Wir sind mal Patienten mit angekommen, der vermutlich eine Herzmuskelentzündung haben kann, aber aktuell ist bei euch die Hölle los. Du hast wie viele Fälle aktuell? Jetzt habe ich 6 gleichzeitig. 6 zur gleichen Zeit. Ja. Und draußen Wartezimmer ist immer noch voll und wird immer voller. Wie wählst du den Überblick? Ich versuche Ruhe zu bewahren, nicht ganz so viel rumzuschreien und ja, dann geht es schon. Man muss halt eins nach dem anderen abarbeiten und die Triage, die triagiert die Leute vor, je nachdem wie schwer krank die sind und dann geht man einfach der Reihe nach hin. Wenn man schon sieht, ich gehe meistens zu jedem hin, wenn die kommen, dann habe ich einen ersten Eindruck, ist der jetzt stabil, kann man den auch mal eine Stunde warten lassen oder muss man jetzt in den nächsten 5 Minuten gleich hin. Es kam gerade ein Patient reingefahren mit Verdacht auf TBC. Ja. Der Sanitäter komplett in Montur mit Mundschutz allem drum und dran. Wie gefährlich ist TBC? Bei dem Patienten ist der Verdacht auf eine offene TBC, das ist natürlich gefährlich, wenn der uns jetzt ins Gesicht hustet. Primär ist es immer auch gefährlich, vor allem für so immunsupprimierte Leute, Tumorpatienten, die Chemotherapie bekommen oder aus anderen Gründen eben eine Immunschwäche haben. Wie äußert sich eine offene TBC? Telefon muss der haben. Nur 29, hier ist die Abwehrhölle los. Überall internistisch, chirurgisch, alles ist rappelvoll. Also wie die den Mund gehalten, ist mir echt ein Rätsel. Aber was ich jetzt schon sagen muss, dass es Menschen gibt, die sich hinsetzen und sich so aufregen, nur weil sie nicht gleich drankommen, Achtung, es steckt ein Spreißel im Finger, absolut Unverständnis. Echt, sorry, nein. Und weiter geht's in der Behandlung 2. Weiter geht es im aseptischen OP. Aseptisch heißt nicht infektiös. Nicht infektiös, genau. Jetzt gibt es eine Patientin, die ist gestürzt und hat was? Sie ist gestürzt im Heim und sie hat sich eine Kopfplatzwunde zugezogen, periorbital, unter dem Augenbrauen. Das ist ziemlich weit, so ungefähr 7 cm. Es ist ziemlich tief, ne? Man kann wirklich schon auf den Knochen schauen. Da muss man das quasi versorgen. Es ist nicht aktiv blutend. Impfstatus ist vollständig. Die Patientin nimmt keine blutverdünnende Medikation. Das heißt, es ist keine große Gefahr, dass irgendwie Hirnblutung ist, dass man darauf achten muss, aber trotzdem würde ich die Patienten nach der Wundversorgung noch stationär aufnehmen, für 24 Stunden zu überwachen, damit wir sicher gehen, dass keine irgendwie Hirnblutung ist, dass irgendwie neurologische Auffälligkeiten auftreten, ne? Ob man dann noch zusätzlich bildgebende Diagnostik machen muss. Macht man eine kosmetische Naht eigentlich in dem Fall am Auge? Nein, also da in der Regel macht man das nicht. Es ist viel einfacher und schneller und stabiler, wenn man einzelne Knopfnähte macht. Ne? Kosmetische Naht in dem Alter muss man nicht unbedingt drauf machen, sondern es ist primär die Versorgung von den Patienten zu achten. Wenn es jetzt junger Patient wäre, der Kind oder junge Frau, da könnte man schon das versuchen, aber in dem Fall ist es so groß, dass es ein großer Aufwand ist und muss man nicht unbedingt drauf achten. Und wird es vorher betäubt? Ja. Ja, es wird vorher betäubt, es wird steril abgedeckt, unter sterilen Bedingungen muss das genäht werden. Okay, gut, dann wünsche ich dir gutes Gelingen. Ja, danke. Und wir gucken immer über die Schulter, wenn hoffentlich bald aus der Wunde wieder ein geschlossener Bund ist. Also. Sie ist irgendwie überall dabei, ne? Ich weiß auch nicht. Du bist irgendwie ständig, ständig aktiv. Das, was mir persönlich jetzt auffällt, es gibt wahnsinnig viel Müll bei euch im Haus. Ja, das ist schrecklich. Jedes Tum ist eingepackt. Also ich kenne es noch von früher, mal diese Kompressen zum Beispiel. Kenne ich groß, auch noch. Ja, groß sterilisiert, Pinzette rein, eine raus. Heute ist jede einzeln verpackt. Naja. Ja, um steril zu sein, ist halt dieser Standard jetzt hochgehalten, ne? Um alles sauber, aber gut, der Umwelt belastet das schon ganz schön. Ne? So. Wir machen jetzt hier so eine Wundversorgung mal auf. Das ist ein Paket, wo alles drinnen ist eigentlich, aber es sind Sachen dabei, wo man auch nicht braucht. Was und passiert das, damit? Das fliegt damit, nein. Ach, fliegt auch in den Müll? Fliegt auch wieder in den Müll. Viel oft sage ich zu dem Patienten, Mensch, nimm es mit heim. Vielleicht könnt ihr es daheim wieder geben. Ist das verrückt, ja, oder? Ja. Also da muss ich schon mal die Frage stellen, also irgendwo ist gut, ne? So, ja. Das heißt ein bisschen Abstand, steril weil... alles sein, genau. Wir werden jetzt steril. Sie wird jetzt eingespritzt. Ich kriege alles her. Genau. Wir backen jetzt mal so ein ganzes Kästchen aus.
Es geht irgendwie Schlag auf Schlag. Luca kam jetzt rein, Arm schon geschient. Was ist passiert? Ja, ich habe gerade eben Fußball gespielt und war an der Mauer gestanden. Dann hat einer einen Freistoß geschossen. Dann habe ich mich weggedreht, habe den Arm nicht angespannt und dann ist der Ball mit voller Wucht auf den Arm geprallt. Jetzt tut's weh. Ja. Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder. Puh, was sagt Papa dazu? Sportlerpech. Sportlerpech. So, ich nehme ihn jetzt noch mit, kurz zum Doktor vorstellen, dann glaube ich, geht es gleich zum Röntgen, schätze ich mal. Ne? Weil das wird nicht übrig bleiben. Also, dann geh doch mal mit rein. Ich nehme auch wieder mein Getränk mit und der Papa geht dann auch mit. Warte mal rechts was, ne? Ihr könnt die Maschine, da war schon Bescheid. Ach, wir gehen also da zum Röntgen. Gib ich dir mal. Danke. So, und das Tolle ist, jetzt muss der Kameramann mal laufen. Geh einfach mit, geh da zum Röntgen. Okay. Das finde ich immer toll, wenn er laufen muss. Das mag er gar nicht, aber es wurscht. Ich bin jetzt Aussichtspfleger sozusagen. Ne? Ja. So, dann gehen wir da mal da lang. Aber die kennen auch die Aufzüge. Kennst du auch? Aber da wo bist du her? Aus? Bamberg. Aus Bamberg. Bei welchem Verein spielst du? JFG Bamberg Süd. Bei der TSG JFG. Und WEA. Das heißt, wir gucken, Röntgen. So, einmal da rum. So. Und dann muss ich mal gucken, dass jetzt jemand da ist. Ja, nehmen wir kurz Platz und ich guck mal, dass ich irgendwie jemanden für dich finde. Lukas sitzt vor der Türe. Daniel, du bist heute im Röntgen. Das heißt, alles, was heute in der Spätschicht und Nachtschicht reinläuft, musst du abarbeiten. Genau. Ganz alleine? Bis morgen früh, 7:45 bin ich ganz alleine. Ganz allein? Ganz alleine. Das heißt, Patienten lagern? Ich habe einen Arzttag, das mache ich auch ganz alleine. Oder. Zur Not muss ich mir jemanden aus der Notaufnahme holen, wenn es jetzt mal so richtig wie jetzt, das war schon grenzwertig, sage ich jetzt mal. Okay. Genau, aber wenn, dann muss ich mir jemanden aus der Notaufnahme dazu holen. Das ist ja schon heftig. So, Luca muss am Arm gerönt werden. Du bekommst es per EDV rübergespielt und weißt, was du jetzt machen musst. Genau, ich habe jetzt hier meine Eingabe übernommen. Ja. Da steht jetzt drin, was ich machen muss. Handgelenk mit Unterarm in 2 Ebenen rechts. Das heißt? Sieht man jetzt bei ihm auch. In 2 Ebenen? Genau. 2 Ebenen heißt einmal die AP-Aufnahme. Mhm. Das heißt immer so. Und dann machen wir noch eine seitliche, so dass man es noch einmal in der 2. Ebene sieht. Weil man manche Frakturen so, wird man jetzt vielleicht sehen, wenn er jetzt irgendwie sich da am Knochen was gebrochen hat, sieht man vielleicht einen kleinen Riss. Und so könnte es aber sein, dass er eine richtige Fehlstellung hat. Sieht man dann erst deshalb 2 Ebenen. So, früher gab es den Film, heute gibt es alles digital. Genau, heute ist alles digital. Das heißt, ich habe hier meinen digitalen Detektor, also Kombination aus, meinen Bildschirm und den Detektor. Und somit mache ich hier drin das Bild. Ich stehe ja eh hier draußen, weil ich hier draußen drücken muss und habe ein paar Sekunden später hier das Bild. So, dann würde ich sagen, ich hole Luca. Genau, früher bin ich erst mit der Kassette raus, musste die Kassette alles rein. So, du machst hier, ich mach Luca. Genau. So, ihr wartet da. Ich bereite hier vor. Jetzt darfst du den Arm einfach mal drauflegen. Nun gehen die Daten digital praktisch gleich in die Notaufnahme zum Beurteilen. Ich habe einen Buchstaben drauf. Und erster links. Blick von dir? Genau. Was sagst du? Erster Blick von mir schaut relativ gut aus. Das ist normal. Okay. Das ist, weil er noch wächst, weil er 13 ist. Das sind die Fugen ganz normal, die sich noch aushalten. Aber jetzt wie gesagt, auf diesem kleinen Monitor, was ich jetzt sagen kann. Erstmal Entwarnung. Würde ich jetzt erst schon mal entspannter sehen. Gut. Ich sage jetzt normalerweise zum Patienten nichts, das überlasse ich vorne eigentlich. Genau. Aber ich weiß für mich, machen wir mal so. Okay. Genau, und jetzt schicke ich es weg und jetzt geht es schon über. Und ich schicke Luca wieder rüber und dann gehe ich auch wieder rüber in die Notaufnahme. Okay. Also im ersten Blick ist kein Bruch zu sehen. Ne? Mhm. Sieht alles gut aus. Da, wo sie die Schmerzen angeben, ist nichts gebrochen. Und in der Hand sind keine Schmerzen, ne? Nein. Gut, da sieht auch alles gut aus. Okay, gut. Hä? Ja. Gut so. Ja. Also, Tage ruhigstellen. Danke. Und dann viel Spaß beim Fußball, ne? Danke, und immer schön Tore schießen. Ja. Das nächste Spiel ist gegen wen? Papa. Weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Gegen weiß ich nicht, ist auch schön. Ja. Auf jeden Fall gewinnen, gell? Genau. Gut, also, Doc macht den Rest fertig und wir gucken mal vor zur Triage, was aktuell noch ansteht.
mittlerweile sind wir in der Computertomographie angekommen mit dem Patienten, der vermutlich eine TBC haben könnte. Genau. Also der Patient hat 2016 eine Tuberkulose gehabt, war jetzt im Krankenhaus Ebermannstadt, mit Fieber, Husten, mit Auswurf wieder und auch so atemabhängigen Brustschmerzen rechtzeitig. Aha. Und die haben ihn jetzt eben aufgrund der Vorgeschichte zu uns verlegt, dass wir das weiter abklären. Im Röntgenbild vorne hat man ja gesehen, dass man eine Pneumonie im rechten Mittelarm hat. Gehen wir ran. Ja. Hauptblick, sehr gut. Dass man eine Pneumonie im rechten Mittellappen hat und die Entzündungswerte waren jetzt eben so hoch, dass wir jetzt ein CT machen, um das mal genauer zu beurteilen und auch zum Ausschluss von der Lungenembolie. CT heißt mit Schichten aufgenommen. Genau, mit Schichten. Genau. Gut. Da ziehen wir den Radiologe rein und dann schauen wir, was da ist. Gut. Also jetzt sieht man erstmal hier die Lunge, das ist der Spindelvertreter, also hier ist links, hier ist rechts. Und hier siehst du jetzt schon, wenn man es vergleicht mit dem anderen Gerät, dass das eine Entzündung ist. Hier scheint auch irgendwas zu sein. Das ist eine Entzündung. Wenn es eine TBC wäre, würde das auch sein? Ja, also Tuberkulose ist jetzt meistens, oder so TBC in den Oberlappen, das sieht ja hier nach Mittellappen aus. Da muss ich aber ehrlich sagen, da warte ich jetzt auf den Radiologen, was der sagt. Mhm. Die sehen meistens noch ein bisschen mehr. Und auch bezüglich der Frage nach einer Lungenembolie, die ja auch in Frage kommt zusätzlich, da warte ich jetzt einfach ab, was der sagt. Wenn es eine Pneumonie wäre, wie wäre die Therapie dann? Antibiotikum, die in Ebermannstadt haben schon was angefangen, das würde ich aber noch erweitern. Mhm. Weil so wäre jetzt eine ambulant erworbene Pneumonie, das teilt man mal ein, ambulant oder stationär erworben. Oder nosokomial erworben und die wird man noch erweitern, die Antibiose. Aber er müsste da bleiben? Der muss auf alle Fälle da bleiben. Der heilt sowas wieder vollständig aus? Das sollte vollständig ausheilen. Das Problem ist, er ist auch schwerer Raucher, das ist natürlich immer viel problematischer, als wenn er nicht Raucher ist, aber da hat jetzt keine Bedenken. Aber man sollte in dem Zustand nicht mehr rauchen? Rauchen soll man nie. Ja, aber auch da erst recht. Auch da erst recht nicht. Das ist ähnlich wie eine HNO, wenn man steht und dann stehen sie draußen und... Genau. Ja, sollte man nicht. Dominik, Respekt vor euren Job heute. Also, ich bin beeindruckt von dir, wie schnell du alles so immer noch im Kopf hast. Da war der. Naja, das ist schon die Gefahr. Ab und zu hat man mal Angst, dass man was übersieht. Aber Pause ist eigentlich, kann man sagen. Also Pause haben halt noch keine gemacht. Nee. Ach, schau her. Und wenn ihr euch nach links dreht, da steht der Bruder. Ne? Wo waren wir denn ein bisschen? Im OP. Im OP? Die machen Pause. Ah, da hopp sich doch mal gleich zum Bruder. Keine Pause hin. Ich habe seit 8 Uhr durchgearbeitet bis jetzt. So, beim Bruder, also du warst im OP, warum? Ja, ich habe jetzt das Kind mit dem luxierten Ellenbogen, mit dem ausgekugelten Ellenbogen versorgt im OP, weil der Arm in Narkose eingerenkt werden musste, weil das Kind zu starke Schmerzen hatte und den Gips brauchte. Okay. Das kann man vielleicht beim Erwachsenen in der Sedierung machen, aber bei einem kleinen Kind nicht. Okay. Es ging ganz gut. Jetzt kommt er auf die Kinderklinik und darf morgen auch wieder nach Hause. Morgen wieder nach Hause? Ja. So, was steht aktuell bei Hörens an? Aktuell ruhig oder ist? Nee, es ist viel los. Also wir haben jetzt zwar noch 2 Patienten, aber es sind schon die nächsten angemeldet. Okay. Das Krankenhaus Forchheim ist abgemeldet. Das Krankenhaus Ebern schickt uns was. Oh Gott. Das ist so der Standard. Also haben wir was zu tun. Ja. So, genau. Also Chiro, wir machen weiter und ihr bleibt dran. Uhr langsam werden die Augen ein bisschen müde, aber Leute, was ihr nicht mehr bekommt, was im Hintergrund alles läuft. Es gibt einen Patienten, der ist gekommen, Achtung, Pflegedienst war bei der Person, sagt, Bein gefällt mir nicht, ruft den Sanga an. Sanga kommt, Patient raus, Pflegedienst macht, klack, Türe zu. Weder Pflegedienst hat einen Schlüssel, noch der Patient selber hat einen Schlüssel. Sitzt seit 4 Stunden jetzt da, kann nicht mehr nach Hause, weil der Sohn ist nicht erreicht, weil er obdachlos ist. Die Polizei sagt, können wir nichts machen. Pflegedienst sagt, Schlüssel haben wir auch nicht. Und jetzt die Frage, was macht man jetzt mit dem Patienten? So, bleibt nur eins übrig. Patient bleibt die Nacht heute Abend im Krankenhaus, weil Geld für den Schlüsseldienst hat der Patient nämlich auch nicht dabei. So, 4 Stunden haben hier bestimmt 3-4 Leute rumgerödelt, telefoniert rauf und runter und irgendwie hat es zum Ziel geführt. Und das kann vielleicht manchmal auch der Punkt sein, wo andere draußen warten müssen, weil einfach einer nicht mehr heimkommt. Weiter geht's ja für mich. Die Carmen ruft schon wieder und zwar hinten. Und es ist 21 Uhr, 3 Stunden haben wir noch, aber so ein Käffchen tippt mir manchmal jetzt ganz gut. Wie geht's dir, Herr Peter? Blendend. Es ist halt typisch Kameramann, ja? Ein bisschen Kamera halten, so ist blendend. Ein wenig babbeln. Tschüss. Komm. Mittlerweile ist 10 Uhr abends, die zweite Schicht ist da, sprich die Nachtschicht ist jetzt da. Gerlinde, du machst das die Triage. Ja. Jetzt haben wir einen Fall, dass gerade 2 Polizisten gekommen sind mit einem Mann, der beim Autofahren nicht nüchtern war.
Genau. Das heißt, was passiert jetzt mit demjenigen? Derjenige wird in ein Zimmer gebracht mit der Polizei. Mhm. Es wird der Diensthabende in der NIST verständigt, dass er polizeiliche Blutentnahme ist. Es muss vom Arzt gemacht werden, nicht vom Pflegepersonal, weil nicht nur Blutentnahme, sondern auch verschiedene Tests gemacht werden. Mhm. Und die macht der Arzt. Ach so. Ja, ist der in der NIST sehr beschäftigt, fragen wir auch mal einen der Kollegen, Neurologe, Chirurgen, ob die das übernehmen würden. So, Triage, das heißt Übergabe. Ihr übergebt dann wirklich alle Fakten, die Patienten noch da sind aktuell. Und da musst du dich ziemlich schnell reinfuchsen, dass du weißt, okay, wo ist was. Genau. Cool. Das ist das eine. Und zum anderen übernehmen wir auch das Bettenmanagement in der Nacht. Das heißt, wir suchen die Stationen, wo die Patienten hingelegt werden. Das müsst ihr nachts auch machen? Müssen wir nachts auch machen. Sind wir auch zuständig. Holla. Das heißt, zu wie vielen Personen seid ihr zur Nacht unterwegs? Wir sind zu fünft. Einer ist in der Aufnahmestation, vier sind im Bereich draußen und ich bin Triage und Aufnahme. Das heißt, ich mache die Aufnahme im Computer, mache die Ersteinschätzung und verteile die Patienten und suche dann später die Betten für die Patienten. Na, holla die Waldfee. Ja. Bis morgen früh um? 6.30 Uhr. Sportlich. Gelinde, ich wünsche uns eine ruhige Nacht, so weit wie es geht, ja? Weil wir sind auch schon ein bisschen müde nach 10 Stunden sozusagen. Ja, wir haben auch 10 Stunden in der Nacht. Ihr habt einen Knochenjob. Ja. So, den Polizisten konnte man eben nicht zeigen, ja? Weil, Achtung, Polizei, Datenschutz, gibt es die Pressestelle, aber jetzt die anzurufen, dass die mir was sagen, also das verzichte ich, dauert eh viel zu lang. So, wie es weitergeht, ihr könnt gespannt sein, wir haben noch 2 Stunden vor uns. Hallo, lügst du? Lügst du? Habe ich nicht falsch nicht gemacht. Ich bin alles gut. Okay, sei mal ein bisschen ruhig. Ich bin ruhig. Wenn du willst. Weil du bist Wallerstein. Da hat er nicht mehr drin, dass sie kommen und sieht auch nicht mehr, dass es Wallerstein ist draußen. Ich hab. Ich bin alles in mir. Mein Kopf ist alles gut. Hör mal zu. Hey, wir gehen jetzt da rüber, okay? Kannst du mit mir? Ja, mach mal. Wenn du willst. Ich hab keine Probleme. Ja, das ist doch schön. Ich hab keine Probleme. So, langsam. Warum kannst du? Ich liebe dich, Deutschland. I love you, Deutschland. Spätestens Abend ist so komischer auf die Gäste, kann man sagen, ne? Kann man sagen, ja. Leider haben wir es jetzt wirklich jeden Tag fast und irgendwann. Junger Patient, ja. Ist in Bamberg gelaufen und ist in die Regnitz. Hat getanzt irgendwie am Geländer und ist Limbo dann nicht gefallen. Irgendwie sowas, ja. So, bisschen aggressiv ist er. Ja. Polizei ist mit dabei. Genau, das ist das Gute schon mal. Und jetzt schauen wir uns halt mal an und dann entscheiden wir, ob er hier bleibt, Psychiatrie oder zur Polizei. Aber es ist schon ein bisschen heftig auch für euch. Ich meine, ganz ruhig ist er nicht, ne? Ja, ich meine, die Uhrzeit geht noch, da sind wir jetzt so noch mehrere Leute hier. Aber jetzt nachts ist ja die Mannschaft noch etwas mehr reduziert. Und wenn man dann alleine ist und dann traut man sich auch immer keinen anzurufen, dann sind es schon immer blöde Entscheidungen, wenn man die da trifft. So, das heißt, was machst du jetzt? Untersuchen? Jetzt, wir haben jetzt geschaut, ob er unter ist es ja nicht. Und jetzt untersuche ich nochmal schnell und dann besprechen wir mit der Polizei weiter. Also, rein. Tja, wenn man zu viel tankt, ne, und dann baden geht, kommt genau sowas dabei raus. So, mittlerweile hast du den Patienten untersucht. Was ist rausgekommen? Also eigentlich war jetzt in der körperlichen Untersuchung nichts auffällig, der war auch jetzt nicht unterkühlt. Und die Polizei hat gesagt, dass man jetzt wieder mitnimmt. Nehmen die mit? Ja. Das heißt, geht die Polizei gewahrsam? Genau. Gut, was wäre die Alternative gewesen? Alternativ, ich habe angeboten, dass wir auch hier lassen. Das wäre dann Überwachungsstation irgendwie oder in die Psychiatrie hätte ich ihn dann gerne. Aber wenn den mitnehmen, ist mir das jetzt dann auch recht. Dann sollen sie ihn mitnehmen. Genau. So. Solche Fälle sind halt, wenn man so jemanden hat, der raubt einem halt Zeit und dann hat man für die wirklich Kranken keine Zeit. Keine Zeit, das ist meistens das Problem. Und jetzt musst du ein bisschen Bürokram machen, ne? Genau. Jetzt Bürokram ist gerade jemand gekommen. Und schon wieder? Ja. Was ist das nächste? Lungentumor. Oh. Puh. Schauen wir mal. Alter Falter, also weiter geht's. Hallo. So, was denn passiert bei Ihnen? Ich war an der Kettenbrücke auf dem Weg in die Innenstadt, um gemütlich ein Samstagsbier zu trinken. Und dann wurde ich auf der Kettenbrücke von 2 Asylbewerbern angequatscht. Und die meinten dann so, ja, komm mal mit, ich muss mal mit dir reden. Ich sag, ich kenne dich nicht, was willst du denn von mir? Und dann habe ich gesagt, kein Bock zu reden. Und dann bin ich weitergegangen und dann sind sie auf mich losgegangen, haben mich an der Jacke gezerrt und haben mir kräftig mit die Fäuste reingehauen. Okay, du musst da mal Platz nehmen, gell? Puh,
Das Patient ist angeguckt, heißt zum Röntgen für die Nase, also Diagnose? Vom Beschwerdebild her denke ich, dass die Nase gebrochen ist. Gebrochen? Ja. Was genau. Macht man bei gebrochener Nase? Muss man die operieren oder kann man die? In den meisten Fällen muss man nichts machen, außer Schmerzmittel einnehmen und zum HNO-Arzt nochmal zur Kontrolle gehen. Nicht, dass sich da ein Bluterguss in der Nasenscheidewand gebildet hat. In seltenen Fällen, wenn die Nase sehr verschoben ist, muss man das ja auch operieren. Aber die HNO macht das dann? Hals-Nasen-Ohrenärzte oder die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Ah, okay. Ja. So, für dich heißt es jetzt weiterhin arbeiten, 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 weil irgendwie bei euch reicht das gar nicht. Dann, ne? Nee, also wir haben, können mal nachschauen. Hast du heute schon mal Pause gemacht eigentlich? Ich habe heute noch keine Pause gemacht. Jetzt vor gerade mal 10 Minuten Pause gemacht. Das heißt, nach wie vielen Stunden hast du Pause gemacht? Noch, also seit 8 Uhr bin ich da. Seit 8 Uhr morgen? Ja. Morgens? Arbeiten und du hast um 22 Uhr hast du die erste Pause gemacht. Ja, also wir können mal schnell nachschauen, wie viele Patienten ich heute schon gehabt habe bisher. Warte mal. Die Sandwurst. Also wir haben allein in der Unfallchirurgie bis jetzt 52 Patienten gehabt. Alter. Ja. Wie das konditioniert aus? Es ist Gewöhnungssache, aber es ist zu viel. Auf Dauer ist es zu viel. Ja, es sind halt viel zu viele Bagatellverletzungen von Patienten, die meinen, sie müssten in die Notaufnahme. Das ist mir heute aufgefallen. Also viele kommen ja wirklich wegen, also ich sag's mal ganz salopp, wegen Furz. Ja. Wo ich sag, du kannst jetzt nochmal einen Hausarzt gehen oder es kann auch bis Montag warten oder du gehst zur Apotheke und holst dir Schmerzmittel. Das ist ein Problem für alle Notaufnahmen in Deutschland. Es gibt auch schon viele Fachberichte darüber, wie man dem Herr werden will, aber es gibt kein Konzept. Das ist einmal bedingt durch das gesteigerte Anspruchsdenken der Bevölkerung. Mhm. Verunsicherung, warum auch immer. Früher, wenn man hingefallen ist und hat eine kleine offene Wunde gehabt, hat man es sauber gemacht, hat Pflaster drauf geklebt und damit war's. Und heute kommen die Patienten oder die Bevölkerung damit rein ins Krankenhaus und denkt, sie stirbt. Ja, wäre es nicht besser dann zu sagen, pass auf, das ist kein Fall für die Notaufnahme, aber wenn du behandelt werden willst, muss es privat sein, wäre das ein Ansatz? Das nicht unbedingt, aber ich finde, man muss da einen Mittelweg finden, vielleicht eine Lösung wie früher mit diesen 10 Euro Gebühr, die vielleicht ein bisschen höher machen. Gibt es verschiedene Konzepte oder dass man eine Vorstufe macht, zum Beispiel, dass man die Bereitschaftspraxis zwingend davor schaltet, dass die Patienten dadurch ausgefiltert werden und primär erstmal nur die Patienten, die mit dem Rettungsdienst ankommen, durch die Notaufnahme angeschaut werden. Da muss man verschiedene Konzepte machen, weil so kann es auf Dauer nicht weitergehen. Also ich finde es echt erschreckend wie heute. Also ich finde es massiv erschreckend, ja, es gibt dass heute eine Dame vorne steht und sich so aufregt, dass die Dame an der Triage sagt, ich kann doch jetzt nicht für Sie bei Google eine Nummer raussuchen, weil sie jetzt kein Handy dabei hat. Also ich meine, das ist ja eure Aufgabe. Das ist aber der Regelfall geworden. Ist ja keine Vermittlung. Nee, es ist der Regelfall geworden leider. Und das ist immer mehr anstrengend für das Personal, frustrierend. Und dann hat man weniger Zeit für die Leute, die es notwendig hätten. Oder ist gereizt dann natürlich für Leute, die es notwendig hätten, weil man nicht mehr weiß, was mache ich jetzt als erstes. Ja. Also von mir aus sage ich dir offen, ihr macht einen Granatenjob. Also ich möchte nicht tauschen. Die Verantwortung allein, was ihr tragt, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch nach vielen Stunden. Können wir nochmal schauen, wie viele komplett in der Notaufnahme waren heute? 119 Patienten. Bis um 119, bis um 10:30 abends. Ja. Und ist noch nicht mal 12, ne? Also. Da glaube ich, war halt vieles auch dabei, was nicht hätte kommen müssen. Vieles, ja. Eieiei. So, du machst ein bisschen weiter. Genau. Wir gucken nachher mal zum Patienten, wie es dem geht mit der gebrochenen Nase, ob sie gebrochen ist. Wenn das Röntgenbild da ist, das kann man dann mal Bescheid. Können wir besprechen. Dann sagst du mir Bescheid. Also, dann gehe ich jetzt mal ein Käffchen trinken. Das Röntgenbild der Nase ist also da. Markus, sieht nach einem Bruch aus. Ja, also es ist gebrochen, die Nase, also das Nasenskelett, sagt man, ist gebrochen. Mhm. Oder was der Volksmund unter dem Nasenbein versteht, ist hier abgezeichnet und genau in der Mitte ist eine Durchbrechung. Mhm. Und da ist der Bruch des Nasenskeletts. Der Patient bekommt jetzt Schmerzmittel mit, abschwellende Nasentropfen und den Ratschlag, dass er sich spätestens am Montag beim Hals-Nasen-Ohrenarzt vorstellt, zur weiteren Kontrolle und zur weiteren Behandlung. Das heißt, wenn der Arzt dann meint, das sollte man doch operieren oder das also entscheidet der HNO? Das entscheidet der Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ich gehe davon aus, dass es nicht operiert werden muss. Okay. Aber ein glatter Durchbruch, ne? Genau. Da gehört aber schon ein Schlag mit dazu, dass ich. Also so einfach geht's Sturz nicht. Oder Schlag. So einfach geht's nicht. Okay. So, also du versorgst den Patienten. Genau. Und was wir jetzt machen, ja, gute Frage. Ich könnte eigentlich ins Bettchen gehen, aber ich halte durch, weil Dominik und auch Markus ja durchhalten. Ne?
Cheerio, Baby. Ja, zwischen Notaufnahme, so schaut's aus. Hei, hei, hei. Und es ist schon 2:34. Person, multiple Persönlichkeit, sprich schwankt zwischen Person A und B und verletzt sich, und die Armverletzungen waren ja nicht gerade ohne. Ne? Ja, sie macht es leider öfters. Macht es öfter? Und, ja, kommt aber. Was ihr wir können fand, nur die Wunde versauen, wir können ihr nicht weiterhelfen in dem Problem. Ne? Beim Klammern fand ich ja ganz, ganz heftig, kein Zuck, nichts, also als wenn der Schmerz gar nicht da wäre. Ich versorge ihr Wunden, so wie bei jedem anderen auch. Mhm. Ich werde ihre Krankheit nicht, bei ihrer Krankheit werde ich ihr nicht helfen können. Ne? Was macht dein Beruf denn so besonders? Was soll ich da dazu sagen? Ich mache das schon seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren? Also hier in der Abteilung 35 Jahre. Man macht's halt. Du bist seit 35 Jahren in der Notaufnahme. Wow. Ja. Das heißt, mit Leidenschaft hat es allen dabei. Ja. Und die nötige Portion Humor hast du nicht verloren. Den habe ich nicht verloren, sonst hätte ich es nicht so lange ausgehalten. Das finde ich gut. Der Mann, der hat, glaube ich, eine gute Nachricht vor sich. Bei dem Humor läuft das. So, mittlerweile haben wir 8 Uhr Zeit. Ich schaue mal. 0 Uhr 4. Also noch 55 Minuten. Und dann gehen wir ins Heierbettchen. Ne? Sag halt mal was, Mensch. Ja, dann musst du den. Danke. Machen. Also, weiter geht's. Stunden in der Notaufnahme ist rum, offen gesagt, wir sind ziemlich müde. Ich persönlich ziehe meinen Hut vor allen Pflegekräften und Ärzten, die wirklich grandiose Arbeit hier leisten. Und wenn ich nach 12 Stunden noch bei klarem Verstand das Beste für den Patienten raushole. Apropos Patienten. Durch die Bank unglaublich nette Patienten, aber doch viele, viele dabei, die wirklich nicht in die Notaufnahme gehören. Nein, man kann auch zum Hausarzt gehen oder vielleicht in die Bereitschaftspraxis oder zur Apotheke fahren und dort fragen, ob sich ein Medikament mit dem anderen verträgt. Mal drüber nachdenken. Wo wir demnächst sind, lasst euch mal ganz schön überraschen. Ich weiß, wo es hingeht, aber ich verrate es euch nicht. Und was wir jetzt machen, wir gehen heim ins Bettchen und ich muss ein was machen. Ich muss immer Danke sagen an das Haus, danke an das gesamte Team heute. Ihr wart einzigartig, großartig. Von uns bekommt ihr 5 Daumen nach oben für eure Leistung. Danke, dass es euch gibt. Servus, Taha, bis zum nächsten Mal. Mein Weg führt raus ins Heierbettchen. Hi, jetzt bin ich müde, du. Ach ja, und ein was noch.
es hat sich wirklich viel verändert gegenüber damals. Also, so wie es bei mir noch war im Krankenhaus, ist es heute nicht mehr. Also, Servus. Gefallen dir unsere Sendungen? Dann abonniere uns bei YouTube. Auf unserer YouTube-Seite TV1, die Reportage, findest du viele unterhaltsame und spannende Reportagen zu verschiedenen Themen. Außerdem siehst du immer zuerst unsere neuen Sendungen. TV1, die Reportage. Aufregend anders.